Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich sehr, Sie heute hier an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg begrüßen zu können. Wir eröffnen heute ja das inklusive Wegeleitsystem hier bei uns an der Evangelischen Hochschule. Und als Rektor freue ich mich sehr, dass Sie heute Nachmittag hier zu uns gekommen sind. Ganz besonders begrüßen möchte ich Frau Claudia Lüchatsch hier in der Mitte. Frau Lüchatsch, herzlich willkommen. Frau Ellen Keune. Und natürlich Sie, liebe Frau Danz, Sie sind, jetzt muss ich aufpassen, mein Latein, Spiritus Rector, darf man nicht sagen, Spirita, und jetzt kann jemand gut Latein von Rector, die weibliche Form, na, wir lassen es, also Sie wissen, was ich meine, meine Damen und Herren, super schön, dass Sie da sind, Frau Danz. Besonders danken möchte ich zuerst den unterstützenden Einrichtungen und Personen, die das Wegeleitsystem erst ermöglicht haben. Ein besonderer Dank geht da an die Bürgerstiftung der Stadt Ludwigsburg und an Herrn Oberbürgermeister Dr. Knecht als Vorsitzenden des Stiftungsrats. In ganz gleicher Weise danke ich der Spendenaktion Helferherz der Ludwigsburger Kreiszeitung, namentlich Herrn Verleger Ulmer und Frau Trampus als Chefredakteurin. Und nun, Frau Danz, in doppelter Weise danke ich Ihnen zum einen für die finanziellen Projektmittel, die Sie, liebe Frau Danz, hier in das Projekt eingebracht haben und zum anderen, weil Sie wirklich die Impulsgeberin für diese Implementierung des Wegeleitsystems an unserer Hochschule sind. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen. Ihre menschenrechtliche Begründung von Inklusion, liebe Frau Danz, ist ein ethisch fundiertes und ein praktisch gut umsetzbares Modell. Mit dem Begriff der Enthinderung, deren unsere Hochschule schon Tradition hat, Enthinderung, vollziehen Sie, liebe Frau Danz, einen Perspektivenwechsel. Die Wahrnehmung richtet sich jetzt mit dem Begriff Enthinderung auf das, was einen Menschen einschränkt und behindert und geht sozusagen weg von der einzelnen Person hin auf die Umwelt, was eben die Menschen einschränkt und behindert. Hier setzen Sie dann die Hebel an. Das Wegeleitsystem ist einer dieser Hebel. Es soll und wird Menschen mit Sehbeeinträchtigung enthindern. Für die Umsetzung dieses Systems danken wir der Kontakt GmbH und dort Herrn Johannes Britsch und Frau Flora Kawohl. Die haben sich sozusagen um die Umsetzung und Realisierung hier sehr eingesetzt und es vorangebracht. Dieses Wegeleitsystem erleichtert Menschen mit Sehbeeinträchtigung die Orientierung in den Gebäuden der Hochschule und auf dem Campus. Aber nicht nur ihnen, auch uns allen. Wenn wir sozusagen die App nehmen, erleichtert es die Orientierung hier in den Gebäuden und auf dem Campus. Vorhandene Hürden, einen Raum zu finden oder nicht zu finden, werden abgebaut. Meine Damen und Herren, ich bin zutiefst überzeugt, dass hier christliche Traditionen, Inklusion und Menschenrechte nahe beieinander sind, ja geradezu ineinander fließen. Sie erinnern sich vielleicht, Jesus heilte blinde Menschen, zum Beispiel Bartimäus. Bei diesen Heilungen ging es weniger um die Durchbrechung von Naturgesetzen, sondern um die Durchbrechung von existenziellen Zwängen wie Hilflosigkeit, Verzweiflung, wie nicht teilhaben können, wie ausgeschlossen sein. Und das meint auch Inklusion, die Durchbrechung von ausgeschlossen sein, von nicht teilhaben können. Und insofern fließen hier die Traditionen unserer Hochschule, christliche Tradition, aufklärerisches Gedankengut, Menschenrechte ineinander. Darüber bin ich ganz glücklich. Und nun danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche uns allen eine Einführung und eine Erläuterung und Begründung für das inklusive Wegeleitsystem. Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen Dauerbetrieb in unserer an Wundern notorisch armen Zeit. Danke.
So, dann darf ich als Nächstes auf der Bühne begrüßen die kommunale Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung im Landkreis Ludwigsburg, Frau Claudia Lücherz. Und dann stehst du an diesem Tisch und hier kannst du die Hände drauf legen. So, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich zu dieser Gelegenheit zu Ihnen sprechen darf. Allerdings, bevor ich meine Worte an Sie richte, die es eigentlich gar nicht mehr bräuchte, weil Herr Kollmaß ihm aus dem Herzen gesprochen haben, gibt es im Rahmen der Projektgruppe etwas Wichtiges zu erledigen. Frau Professorin Danz hatte gestern einen auch visuell sehr wunderschönen runden Ehrentag und wir als Projektgruppe wollten das zum Anlass nehmen. Liebe Simone, wo bist du denn? Genau. Das war aber nicht abgesprochen. Das war nicht abgesprochen, aber für solche Aktionen bin ich inzwischen bekannt. Wir wollten dir ein wenig Duft und Freude in den gerade nicht den sehr arbeitsreichen Alltag bringen. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, das Ständchen ersparen wir dir. Das gibt es nachher im Privaten. So, und jetzt noch einmal der abgesprochene Teil. Sehr geehrte Damen und Herren, ich stehe hier mit mehreren Hüten auf. Einmal mit dem Hut der ehemaligen Studierenden, mit dem Hut der Projektteilnehmerin, über diese Teilnahme bin ich nach wie vor sehr dankbar, und mit dem Hut der kommunalen Behindertenbeauftragten. Und dann habe ich noch einen weiteren Hut auf. Ich darf Ihnen hier heute nicht nur für mich sprechen, sondern auch herzliche Grüße und Glückwünsche zu diesem Projekt ausrichten von unserem Landrat Herrn Dietmar Allgeier, der bedauerlicherweise auch einen, der Terminkalender ist ähnlich gefüllt wie die Bibel und er kann leider heute nicht hier sein und hat mich gebeten, ihn zu vertreten. Ja, mit so vielen Hüten bin ich zu Ihnen gekommen und deswegen habe ich mir überlegt, da steckt ganz viel Herz drin. Deswegen habe ich auch hier ein Herz mitgebracht, ich hoffe Sie auch. Inklusion ist ein Menschenrecht. Ich sage das nicht nur aufgrund meines Arbeitsplatzes oder aufgrund meiner professionellen Haltung, sondern es ist meine tief empfundene persönliche Überzeugung. Inklusion ist nicht nur eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, sondern auch eine gesamtgesellschaftliche Chance. Inklusive Strukturen, Haltungen und Ausbauten nützen jeden Menschen, ob er es nun bemerkt, sie nun bemerkt oder vielleicht auch nicht. Aber profitieren tun wir alle. Und für mich ein Symbol ist hier dieses Projekt, das entstanden ist, gar nicht unbedingt, um nur Nachteile auszugleichen, sondern um ein Tool zu sein, das von vornherein so viele Bedarfe wie möglich andenkt. Darauf bin auch ich hier stolz und freue mich, dass dieses Projekt hier im Landkreis Ludwigsburg stattgefunden hat, an der Evangelischen Hochschule. Wenn wir jetzt kombinieren, Inklusion ist ein Menschenrecht. Hier sind wir an einer Bildungsinstitution. Wir nehmen Teile des Wortes zusammen, dann sind wir bei Menschenrechtsbildung. Und was hier die UNBRK dazu sagt, könnte ich gar nicht so schön sagen, wie hier die Fachfrau des Hauses, Frau Professor Simone Danz, die Simone, du wirst ein Video abspielen, das genau. Erspart mir die Worte. Das haben wir vorbereitet und ich bin sehr nervös, ob es überhaupt klappt. Das wird klappen. Ich hoffe, dass es mit dem Ton auch klappt. Damit macht das inklusive Wegeleitsystem an der Evangelischen Hochschule das deutlich, was auch Menschenrechtsbildung fordert, nämlich ein Bekanntmachen zum Beispiel der Ziele aus der UN-Behindertenrechtskonvention. Die drei übergreifenden Ziele sind Würde und Wert von Menschen mit Behinderungen anzuerkennen als Sense of Dignity, also das Fühlen von Würde
Inklusion von Menschen mit Behinderung in das allgemeine gesellschaftliche Leben im Sinne einer selbstverständlichen Zugehörigkeit als Sense of Belonging. Und es ist ein erster Schritt in eine barrierefreie Gesellschaft, in der Produkte, Gegenstände und Informationen so angeboten werden, dass sie für alle gleichermaßen handhabbar sind. Das war jetzt die Version, die Bildungsversion in schwerer Sprache. In meiner Arbeit spielt auch einfache Sprache eine sehr große Rolle. Und auch hier einfache Sprache und eine Hochschule schließen sich nicht aus. Auch bei uns in der Projektgruppe war es eine große Herausforderung, die Texte, vor allem die Beschreibungen, was es wo gibt, so kurz und knackig wie möglich zu machen. Erstens, um so viel Inhalt wie möglich zu transportieren und zweitens, um es natürlich auch einfach verständlich zu machen. Und deswegen die Wiederholung hier auch nochmal in ganz einfacher oder vielleicht sogar in leichter Sprache. Jeder Mensch ist ein besonderer Mensch. Alle Menschen gehören dazu. Alle Dinge sind so gemacht, dass alle sie benutzen können. Dieses Projekt trägt dazu bei, und ich danke allen hier aus meiner Position heraus, die auf irgendeine Art und Weise dazu beigetragen haben und sei es auch nur durch kreative Mitgedanken, die ganz spontan aufgetaucht sind und die man hat aufnehmen können. Und natürlich auch vor allen OrganisatorInnen, die auch hier diesen Festakt möglich gemacht haben. Das Projekt lädt zum Weitermachen ein, zum Kopieren, vielleicht zum Weiterentwickeln, zum Kreativsein, zum Nachdenken. Was kann Inklusion im Landkreis Ludwigsburg noch besser machen? Hauptsache ist, wir tun was. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Hier hat das definitiv funktioniert. Ich lade Sie auch jetzt in meinem Namen ein, nachher schon zu testen. Seien Sie kreativ, haben Sie Freude, entdecken Sie und vor allem der Hochschule und allen engagierten Menschen hier für die Weiterarbeit am Thema Inklusion von Herzen alles Gute und Gottes Segen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Claudia. Jetzt geht's weiter mit einem Grußwort. Was war das? Mit einem Grußwort der Kontakt GmbH. Auch hier haben wir das Problem, Herr Britsch und Frau Pavol konnten aus Termingründen heute nicht anwesend sein, haben uns aber eine Videobotschaft geschickt und die werden wir jetzt abspielen. Guten Tag auch von meiner Seite, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Johannes Britsch. Ich bin Mitgründer, Mitgeschäftsführer der Kontakt GmbH aus Mannheim. Und wir sind selbst ein studentisches Startup, kann man sagen. Und unser Steckenpferd ist alles, was sich um digitale Wegeleitung kümmert. Wir wurden in den letzten Jahren immer stärker auch auf das Thema digitale Barrierefreiheit aufmerksam und haben unsere Wegeleitlösung in diese Richtung optimiert. Für diese Bemühungen wurden wir im letzten Jahr auch mit dem Bundesteilhabepreis ausgezeichnet. Deshalb hat es uns auch sehr gefreut, als die Evangelische Hochschule Ludwigsburg auf uns zugegangen ist und gefragt hat, ob wir nicht auch ein solches System, einen solchen digitalen Guide für die Hochschule umsetzen könnten. Die Zusammenarbeit mit Frau Professor Lanz ist dann sehr schnell gestartet und gemeinsam mit einem ganz tollen studentischen Team konnten wir hier eine Lösung umsetzen, die jetzt eben für jedermann offen steht. Man kann das Ganze auf dem Campus nutzen, nach beliebigen Zielen suchen und sich dann eben Routen anzeigen lassen. Das Spannende hinter dem ganzen Projekt ist natürlich, dass es einen Ansatz hat, der in Richtung Barrierefreiheit und Inklusion geht. Das heißt, wir haben versucht, bei den Routen, die vorgeschlagen werden, auf Gehbehinderung zum Beispiel einzugehen, indem wir Routen auch mit Barrieren vermeiden können. Ein anderer Ansatz war zu sagen, dass wir gerade für Blinde und Sehbehinderte eine akustische Unterstützung bieten können über Apps und eben über das Smartphone. Das Smartphone schafft es nämlich, Texte, die auf dem Bildschirm erscheinen, auch einfach vorzulesen, deine Computerstimme. Und so konnten wir auf dem Campus, auf
verschiedenen Punkten Audioinhalte hinterlegen. Wenn man sich diesen Punkten, zum Beispiel im Eingangsbereich von einem Gebäude, nähert, fängt das Smartphone an zu sprechen und kann eben zum Beispiel beschreiben, was sich in dem Gebäude wo befindet. Das Ganze muss man sich so ein bisschen vorstellen wie einen kleinen Hinweisgeber. Was die App nicht kann, ist, dass man im Gebäude so Step für Step navigiert wird. Darauf ist sie noch nicht ausgelegt. Nichtsdestotrotz bekommt man eben einige Hinweise in Gebäuden, beziehungsweise wenn man ein neues Stockwerk betritt, wo etwas ist. Die ganze App wird auch weiterentwickelt stetig. Es kann durchaus sein, dass da weitere Daten hinzugefügt werden müssen. Es kann auch sein, dass euch auffällt, dass vielleicht noch etwas fehlt. Von dem her, unsere Türen stehen immer offen. Das ganze Projektteam ist ansprechbar. Wir können da jederzeit noch weitere Daten hinterlegen. Und wir würden uns natürlich total freuen, wenn ihr das alles ausprobiert und uns auch Feedback gibt. Jetzt, wie kann man das Ganze ausprobieren? Die App steht zum Download bereit, und zwar im App Store oder im Play Store für Apple und Google Geräte. Und man muss in diesem App Store, Play Store einfach nach unserer Firmenbezeichnung suchen. Contact. Und das Ganze wird C-O-N-T-A-G-T geschrieben. Wenn man danach sucht, wird eben die App angeboten, und innerhalb der App erscheint dann die Evangelische Hochschule als ein verfügbarer Guide. Typischerweise ist der dann ganz oben in der Liste, weil das der nächste ist, an dem man dran ist. Auf den kann man dann einfach draufklicken, dann lädt sich der App runter und schon ist das Ganze startbar und ausprobierbar. Wie gesagt, wir haben den Campus erfasst, dort die ganzen Gebäude. In den Außenbereichen wird man über die gewöhnliche Satellitennavigation geleitet, eben immer zu den Hauseingängen. Und im Gebäude drin hört dann die Positionierung auf. Nichtsdestotrotz sieht man eben die Karte, und man kann überall auf der Karte rumklicken und man sieht, wo etwas ist. Und innerhalb der App gibt es natürlich auch eine große Suchfunktion. Dort kann man einfach im Freitext suchen nach beliebigen Räumen, Infotheken und so weiter. Und gleichzeitig gibt es auch von unten hochscrollbar eine Liste mit verschiedenen Kategorien, wo die ganzen Ziele dann noch eingeordnet sind. Dinge wie Orte zum Relaxen sind zum Beispiel mit dabei. Es wird aber eben auch auf Barrieren zum Beispiel hingewiesen, die man sich einblenden lassen kann. Genau, also von dem her, wie gesagt, viel Spaß beim Ausprobieren. Wir würden uns über Feedback freuen, und das Projektteam steht weiterhin bereit. Viele Grüße aus Mannheim und eine gute Veranstaltung Ihnen noch. Auf Wiedersehen. Auch noch, jetzt stehen hier ein paar mehr Menschen. Es wird sich gleich aufklären, wer das alles ist. Ich darf Sie zunächst auch noch mal einfach ganz offiziell herzlich begrüßen. Ich bin Simone Danz, Professorin für inklusive Pädagogik und Heilpädagogik im gleichnamigen Studiengang und auch die Enthinderungsbeauftragte. Das haben Sie, Herr Kolmer, gerade schon gesagt. Wir sind besonders stolz auf den Begriff. Wir sind dafür auch ausgezeichnet worden. Da gibt es eine kleine Skulptur da in der Glasvitrine. Und wir sind, glaube ich, die einzige Hochschule, die eine Enthinderungsordnung hat. Ja, ich stehe hier mit tatkräftigen den Projektkollegen, die gleich noch was zu sich selber sagen. Und ja, Sie sehen mich hier vorne stehen an einem Redepult. Sie sehen, dass ich schon etwas älter bin. Ich habe kurze graue Haare, ich trage eine dunkle Brille, ich habe ein helles Jackett an und ich habe verkürzte Arme, für diejenigen, die mich bis hierher sehen können. Ich bin Kontergan-Betroffene, und vielleicht erinnern Sie sich gerade in dieser Zeit an den Arzneimittelskandal vor 60 Jahren. Damals kam das Schlafmedikament Kontergan auf den Markt, ohne dass die Folgen für die Ungeborenen ausreichend getestet waren. Claudia, du hast gerade die UN-BRK erwähnt, und deshalb ergänze ich jetzt auch, also diese Veranstaltung hier entspricht zum Beispiel nicht der UN-BRK, nicht dem Artikel 9 Zugänglichkeit von Information und Kommunikation, weil Menschen, die nicht oder nicht so gut hören können, jetzt gerade ausgeschlossen waren von dem, was ich hier gesagt habe. Ja? Deshalb, wenn Sie nicht oder nicht gut hören können,
dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an vielfalt@eh-ludwigsburg.de und dann bekommen Sie das Manuskript zugeschickt von dem, was hier nicht verschrift, also was wir nicht verschriftlicht haben, die gesprochenen Worte. Ja, Claudia, du hast es gerade schon erwähnt, die UNBRK hat die Sichtweise auf Behinderung völlig verändert. Und ich zitiere jetzt hier nochmal eine Kollegin, sogar eine Contergan-Kollegin, Professor Theresia Degner. Sie ist Juristin in Bochum und sie ist eine der treibenden Kräfte gewesen bei den Vereinten Nationen, um die UNBRK einerseits zu formulieren und andererseits sie auch so schnell wie noch nie eine UN-Konvention zu verabschieden. Man sieht hier Theresia Degner auf dem Foto, sie trägt eine rote Jacke, spricht in ein Mikrofon, weil sie gerade einen Vortrag hält. Als Contergan-Betroffene lebt sie ohne Arme und man sieht hier, wie sie das Vortragsmanuskript mit den Füßen umblättert. Zum veränderten Verständnis von Behinderung sagt Theresia Degner Folgendes. Behinderung wurde lange Zeit nur als Schädigung verstanden und diagnostiziert und therapiert. Menschenrechtlich gesehen ist Behinderung aber ein Problem, das von der direkten Umwelt ausgeht und von den Mitmenschen. Wir wissen das aus der Erfahrung, wir wissen es aber auch aus der Empirie, behinderte Menschen leiden weniger unter der eigenen Behinderung als unter den gesellschaftlichen Benachteiligungen und den Reaktionen der Mitmenschen. Es ist wichtig, die Menschenrechte zu kennen, also auch die UNBRK zu kennen. Natürlich gibt es auch andere Konventionen zu Frauenrechten, zu der Verhinderung von Gewalt gegen Frauen, für Kinderrechte, für kulturelle Vielfalt. Diese Menschenrechte zu kennen ist wichtig und deshalb braucht es auch Menschenrechtsbildung. Und die Vereinten Nationen haben 2011 zu diesem Zweck eine Konvention erlassen, die heißt Konvention zur Bildung, zur Bildung und zum Training über Menschenrechte. Das Wichtige zusammengefasst dieser Konvention bedeutet, alle Menschen auf der Welt haben das Recht zu erfahren, welche Rechte sie selber haben, aber alle Menschen haben auch die Pflicht, die Rechte der anderen zu kennen und zu achten. Warum ist es wichtig? Empirische Untersuchungen zeigen, dass viele Menschen wissen, dass es Menschenrechte gibt, aber dass sie nicht genau wissen, was sie selbst damit zu tun haben. Und die meisten sagen vor allen Dingen hier, auf der Nordhalbkugel, ja, das ist für die Länder ganz weit weg, das brauchen wir hier nicht. Das stimmt nicht. Und da möchte ich jetzt mit Eleanor Roosevelt antworten. Man sieht hier Eleanor Roosevelt auf dem Foto, Schwarz-Weiß-Foto von 1948. Eleanor Roosevelt war die treibende Kraft für die Verabschiedung der Menschenrechtserklärung. Sie war die Ehefrau des damaligen Präsidenten Roosevelt und sie hat auch den UN-Ausschuss geleitet, der die allgemeine Menschenrechtserklärung formuliert hat mehrere Jahre und dann 1948 auch verabschiedet hat. Eleanor Roosevelt wurde nämlich nach dem Geltungsbereich der Menschenrechte gefragt. Und das hat sie dazu gesagt. Man sieht jetzt nochmal das Foto von ihr in Ausschnitt und dann gibt es eine blaue Sprechblase und da steht, die Achtung der Menschenrechte beginnt überall dort, wo jeder Mann, jede Frau und jedes Kind gleiche Rechte, gleiche Chancen und gleiche Würde ohne Diskriminierung sucht. Und das ist immer ganz in unserer Nähe, zu Hause, in der Nachbarschaft, in der Schule, an der Universität oder am Arbeitsplatz. Und sie hat ergänzt, solange diese Rechte dort keine Geltung haben, sind sie auch woanders nicht von Bedeutung. Das heißt, für uns als Bildungsinstitution ist es wichtig zu wissen, welche Menschenrechte es gibt. Das gibt es schon oft in den Curricula, dass darüber gesprochen wird, was gibt es. Aber auch täglich im Miteinander mit anderen die Menschenrechte zu achten und dadurch auch die Menschenrechte lebendiger zu machen. Und einzugreifen, wenn jede und jeder sieht, dass die Rechte anderer verletzt werden. Oder einfacher gesagt, Menschenrechte gelten vor und hinter der eigenen Haustür. So würde Eleanor Roosevelt es sagen. In allen Erklärungen geht es ja auch um, also ich habe gerade erwähnt, es gibt die UNBRK, aber es gibt auch die Erklärung zum Schutz der Rechte der Frau, die Verhinderung von Gewalt gegen Frauen, die Kinderrechtskonvention. All diese Konventionen wenden sich gegen Exklusion, also gegen Ausschlusskriterien und für Chancengerechtigkeit. Und da ist jetzt das nächste wichtige Wort im Zusammenhang mit Menschenrechtsbildung, nämlich Gerechtigkeit. Und es kommt eine Folie, die ich Sie immer zeige, weil ich sie unglaublich liebe. Die ist aus dem SWR Kinderfernsehen.
Man sieht jetzt hier rechts so ein Bild von zwei Kindern. Das eine Kind sitzt auf dem Boden, bindet dem anderen die Schuhe. Und darüber steht eine kindgerechte Definition von Gerechtigkeit. Die heißt, wenn man beim Einschlafen nicht wüsste, in welchem Körper man am Morgen aufwacht, dann würden die Menschen ganz automatisch darauf achten, dass es allen so gut wie möglich geht. Die Folie lasse ich noch einen kleinen Moment stehen, damit Sie darüber nachdenken können. Und ansonsten wäre ich jetzt mit dem Kurzvortrag fertig und würde meine Kollegen bitten, nach vorne zu treten und auch was zu sagen. Ja, liebe KommilitonInnen, sehr geehrte Damen und Herren Mitarbeitende der EH, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich, Felix Rau, studentischer Mitarbeiter im Büro für Vielfalt und Student im vierten Semester, ich war schon immer ein computeraffiner Mensch und hatte Spaß am Tüfteln, Basteln und auch am Programmieren. Doch mein beruflicher Weg ging zunächst in die Richtung, jungen Menschen etwas beizubringen. Und so unterrichtete ich in den letzten Jahren die Fächer Englisch und Deutsch. Und dabei wurde allerdings mein Wunsch, den jungen Menschen ganzheitlich zu helfen, immer stärker. Und so kam ich dann hierher, um soziale Arbeit zu studieren. Ja, wer hätte gedacht, dass ich gerade hier dann die Möglichkeit finden würde, zu tüfteln, zu basteln und gleichzeitig eben auch zu helfen. Kein Wunder wollte ich also von Anfang an bei diesem Projekt mit dabei sein. Und so bekam ich durch Frau Professorin Danz zusammen mit den anderen beiden studentischen Kräften, Persia und Tim, die Gelegenheit, an einem wirklich großartigen System mitzuwirken. Vielen Dank dafür. An dieser Stelle möchte ich gerne die Chance nutzen und euch und Ihnen sagen, warum das System so großartig ist. Das inklusive Wegeleitsystem ist eine Art Campus-Navi-App. Dieses Navi funktioniert so ein bisschen wie Google Maps oder Apple Maps. Sie geben also ein, wohin Sie gehen wollen, und ja, das Gerät findet dann den besten Weg dahin. Seminarraum, S3 zum Beispiel oder die Mensa. Soweit, so gewöhnlich, mögen Sie sagen, aber dieses System, das kennt jeden noch so kleinen Weg auf dem Campus. Und es kann Ihnen auch sagen, was in den Gebäuden überall zu finden ist. Es hält auch Kartenmaterial im Inneren von jedem Gebäude parat. So finden Sie also auf jedem Stockwerk sogar jede Kaffeemaschine und jede Teeküche. Doch für wen ist diese App? Nun, genau das ist das Großartige daran. Über die Vorlesefunktion ist sie für Menschen mit Sehbehinderungen gut geeignet, denn sie informiert nicht nur über die richtigen Wege, sondern auch über Hindernisse, denen sie begegnen können. Sie ist aber auch für die Erstis und Corona-bedingt gewissermaßen für die Hälfte der Studierendenschaft, die sich ja erst noch auf dem Campus zurechtfinden muss, super geeignet. Und ebenso ist sie für Mitarbeitende der EH und auch für Studierende der höheren Semester gut geeignet, denn niemand kann jeden Raum kennen. Das inklusive Wegeleitsystem ist also für uns alle und damit im wahrsten Sinne des Wortes wirklich inklusiv. Nur auf einen weiteren, mir sehr wichtigen Punkt möchte ich zu guter Letzt noch hinweisen. Bei unserer App handelt es sich um ein Stück Technologie. Technologie, die nie perfekt sein kann. Seien Sie also vorsichtig, die Ortung kann auch mal daneben liegen und vor allem helfen Sie einander, schauen Sie mal von dem Display hoch, seien Sie solidarisch trotz oder auch mit dem neuen inklusiven Wegeleitsystem der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg. Ich wünsche euch und Ihnen damit viel Erfolg und viel Spaß bei der Nutzung und stets sichere Wege. Danke. Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir. Mein Name ist Tim von Brandenstein. Zusammen mit Herrn Rau und Frau Siskantaraya, die heute leider nicht dabei sein kann, habe ich mich mit dem inklusiven Wegeleitsystem beschäftigt. Wir sind zu der Aufgabe gekommen, indem Frau Danz uns eine E-Mail geschrieben hat, in der sie nach Personen gefragt hat, die sich für Soziales und Technik interessieren.
da ich persönlich schon eine Ausbildung im technischen Bereich abgeschlossen habe, als Fachinformatiker für Systemintegration, dachte ich mir, es wäre eine gute Möglichkeit, Soziales und Technisches zu vereinen und fühlte mich angesprochen. Die Zusammenarbeit hat gut funktioniert, obwohl wir uns aufgrund der Corona-Situation nicht persönlich kennenlernen konnten. Die Kommunikation über Mobiltelefon und Internet hat sehr gut funktioniert. Herr Rau und ich haben uns nach einem halben Jahr erstmals analog getroffen und wir konnten direkt an das zuvor Besprochene anknüpfen. Online haben wir uns immer wieder Gedanken gemacht, was man verbessern könnte. Beispielsweise haben wir die Toiletten in WCs umbenannt, da wir uns einig waren, dass der Begriff internationaler ist und wir auch Leute aus dem Ausland an der EHA als Studierende haben. Interessant an der Arbeit mit dem inklusiven Wegeleitsystem war es unter anderem, sich in Nichtsehende und Rollstuhlfahrer hineinzuversetzen. Beispielsweise war mir vorher nicht bewusst, welche Hürde durch E-Roller entstehen, die einfach in der Gegend abgestellt werden. Das Sensibilisieren für Menschen mit Einschränkungen hat neue Perspektiven eröffnet. Beispielsweise das Zurechtfinden auf dem Campus für Menschen mit eingeschränkten Sehfähigkeiten. Hierbei haben wir uns das Zifferblatt der Uhr zunutze gemacht, also quasi auf 12 Uhr sehen Sie den Eingang zu Gebäude C. Vor Ort ist uns jedoch bewusst geworden, dass immer noch Barrieren auftreten können, wie beispielsweise vor der Sporthalle. Hier ragen Pflastersteine 2 Zentimeter aus dem Boden, die somit auch eine Barriere darstellen. Abschließend lässt sich daher sagen, dass es wichtig ist, dass möglichst viele Menschen das Wegeleitsystem testen und darauf aufmerksam machen, wo es noch Schwierigkeiten oder Einschränkungen gibt, um das Wegeleitsystem zu optimieren. Dankeschön. Auch ich heiße Sie herzlich willkommen. Mein Name ist Simon Jurz. Ich bin hier zuständig für die Haustechnik und habe das Projektteam dahingehend unterstützt, um kleinere Fehler aufzudecken, weil ich muss jeden Raum kennen in allen Gebäuden. Sei es, dass ich der Frau Lüchertz geholfen habe, die App zu testen, dass sie nicht im Acker landet. Man hat einige Schwierigkeiten gehabt, aber es hat alles funktioniert. Und ich will Sie jetzt auch nicht weiter aufhalten und wünsche euch noch viel Spaß. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich möchte auch die Perseus Riskantaraya noch mal grüßen. Sie hat bei uns Pflege studiert und hat jetzt ihren Abschluss gemacht im Sommer und muss heute leider arbeiten. Herzliche Grüße. Gut, dann einen Schritt weiter. Wir haben uns gedacht, jetzt haben Sie zwar schon einiges gehört über das Wegeleitsystem, aber wir haben ein neues Video, was tatsächlich eigentlich erst heute Morgen fertig geworden ist, ein Werbevideo, das nochmal genau erklärt, wie kommt man zur App und wie sind die ersten Schritte, um es zu benutzen. Und das würde ich jetzt einfach nochmal komplett abspielen, auch wenn jetzt 2 Folien drin sind, die Sie schon kennen. Ich denke, das kann man nicht oft genug hören. Hallo. Wir möchten Ihnen das neue Wegeleitsystem an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg vorstellen und näher bringen. Mit einer Smartphone-App wird die selbstständige Orientierung mit und ohne Augenlicht in und zwischen den Gebäuden am Campus möglich. Das System nützt auch denen, die sich auf dem Gelände nicht auskennen oder allen, die mit Gehhilfe, Rollstuhl oder mit dem Rad stufenfrei am Campus unterwegs sein wollen. Auf www.eh-ludwigsburg.de finden Sie entweder schnell auf dem Banner den Hinweis zum Wegeleitsystem oder Sie gelangen über den Reiter Hochschule und Büro für Vielfalt auf die Seite Inklusives Wegeleitsystem, aktive Erprobung. Neben brauchbaren Informationen finden Sie auch die Verlinkungen zu den Apps für das Android-System oder Apple iOS. Wir möchten Ihnen als Beispiel zeigen, wie Sie auf einem iPhone die App einfach starten. Im App Store tippen Sie bei der Suche Kontakt ein. C-O-N-T-A-G-T.
Sofort wird Ihnen die Navigations-App angezeigt. Laden Sie die App. Nach vollständiger Installation können Sie die App direkt aus dem App Store starten oder vom Homebildschirm aus. Die App hat das Symbol eines blauen Etiketts, welches man auch als Pfeil deuten kann, auf einem weißen Kreis auf blauem Hintergrund. Wie fast immer fragt die App nach dem Start, ob sie Mitteilungen senden darf. Danach erscheint der Willkommensbildschirm, welcher ein paar Informationen auf drei Seiten liefert, die man wischen kann oder einfach überspringen. Nun erscheint eine Liste an Guides, aus der Sie auswählen können, welchen Guide Sie nun benutzen wollen. Wählen Sie hierzu EH Ludwigsburg aus. In diesem Beispiel ist der Campus noch 1,2 Kilometer entfernt. Wir springen auf den Hauptbildschirm des Wegeleitsystems. Im oberen Teil ist ein Suchfenster zu sehen, in das Suchbegriffe eingegeben werden können. Darunter steht neben dem Hochschullogo in weißer Schrift auf grünem Hintergrund Willkommen im Guide und EH Ludwigsburg. Zudem ist die schematische Abbildung des A-Gebäudes der Hochschule zu sehen, auf der Räume, Notausgänge und die Außenterrasse zu erkennen sind und zahlreiche Symbole, die auf spezielle Suchkategorien hinweisen. Wir wollen nun als Beispiel uns zur Mensa navigieren lassen und tippen auf das gelbe Quadrat mit Messer und Gabel, was für Essen und Trinken steht. Alternativ gibt es darüber auch eine kleine, seitlich zu scrollende Leiste mit grauen Symbolen. Tippt man auf Essen und Trinken, wird augenblicklich das Mensagebäude auf der Karte angezeigt und der blaue Navigationspunkt auf den Haupteingang gesetzt. Möchte ich den barrierefreien Eingang nutzen, tippe ich auf das gelbe, runde Messer- und Gabelsymbol am Gebäude. Die Route wird berechnet und sofort auf der Karte als rote Linie angezeigt. Wenn ich nun in der unteren Leiste auf den grünen Button Navigation starten tippe, beginnt die Navigation, indem, in diesem Beispiel, auf das A-Gebäude gezoomt wird und man in einer Schrägsicht auf das Gelände der roten Linie folgen kann. Über dieser Karte wird noch, wie man es von Navigationsgeräten kennt, mit weißen Pfeilen und Text angezeigt, wohin und wie viele Meter wir uns bewegen sollen. Wird der Lautsprecher aktiviert, so erhält man auch eine mündliche Navigation. Nach Erreichen des Ziels wechselt vor dem Gebäude die App auf die GPS-unterstützte Sprachsteuerung. Sobald Sie das Gebäude betreten haben, wechselt die Navigation auf das Bluetooth-System und gibt Ihnen per Sprache Informationen, je nachdem, in welchem Stockwerk Sie sich befinden. Sie sehen, da gibt es viel zu entdecken. Probieren Sie es aus. Viel Erfolg dabei! Die App ist auch ein Symbol für ein Menschenrechtsbewusstsein und für die Solidarität, die unterschiedliche Bedarfe im Voraus mitdenkt. Damit wird deutlich, was auch die UN-Behindertenrechtskonvention fordert: die Würde und den Wert von Menschen mit Behinderung anerkennen, Inklusion von Menschen mit Behinderung im allgemeinen gesellschaftlichen Leben im Sinne einer selbstverständlichen Zugehörigkeit und eine insgesamt barrierefreie Gesellschaft für alle Menschen und dass Produkte, Gegenstände und Informationen so angeboten werden, dass sie für alle gleichermaßen handhabbar sind. Eine kindgerechte Definition von Gerechtigkeit aus dem WDR-Schulfernsehen heißt nämlich: Wenn man nicht wüsste, in welchem Körper man am nächsten Morgen aufwacht, dann würden alle Menschen ganz automatisch darauf achten, dass es allen so gut wie möglich geht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt fehlt noch eine Sicht, nämlich die der Testerinnen. Wir hatten ja ganz engagierte Testerinnen. Ellen Keune macht sich gerade hier auf, wird gleich sprechen. Die Claudia Lücherz war dabei, es war die Sonja Mollet dabei. Sonja Mollet ist leider ganz kurzfristig verhindert und lässt ganz herzlich grüßen.
Ja, hallo, mein Name ist Ellen Keune, haben Sie ja gerade schon gehört. Ich habe hier lange studiert und bin geladen, als Expertin zu sprechen, sprich als Mensch mit Sehbehinderung. Sie haben es vorhin schon so andeutungsweise mitbekommen, was unsere Aufgabe war. Wir durften nämlich diese App testen und vor allem die Texte mitformulieren. Es gab schon ein paar vorgefertigte Texte, die waren nicht ganz so einfach geschrieben. Und die haben wir nochmal kontrolliert, es hat sich einiges geändert und auch nochmal umgeschrieben. Das war ganz interessant für alle Beteiligten. Wir sind immer in Zweierpärchen teilweise losgezogen oder zumindest haben wir uns in Zweierpärchen getroffen und zwar immer eine Expertin und ein Student oder eine Studentin. Und wir haben so ein bisschen Rollentausch gemacht, weil, wie Sie es ja vorhin schon gehört haben, manche Studierende kannten diese Hochschule oder zumindest die Gebäude noch gar nicht. Wir als Expertinnen kannten sie aber sehr wohl. Und dementsprechend haben wir den dann nicht sehenden Menschen, weil sie ja nicht vor Ort waren, erklärt, wie diese Gebäude und diese Wege hier aufgebaut sind. Zum Beispiel hier, die Sie hier in diesem Raum sitzen, zu Hause können Sie das jetzt leider nicht nachvollziehen, aber schräg links hinter Ihnen gibt es eine Teeküche und ich war mit Frau Sriskandaraya für das Gebäude C zuständig und es hat einige Minuten gedauert, bis ich ihr erklärt habe, wie dieses Dreieck dieser Teeküche denn jetzt aussieht und wie wir das jetzt am besten beschreiben können, so dass man sich nicht da drin verheddert und dreimal drum rumlaufen muss, bis man endlich zu einem Tee oder zum Wasserkocher kommt. Genau, das war ganz schön spannend, aber hat auch unglaublich viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben zusammen ganz viele neue Dinge entdeckt. Ich habe von den anderen Gruppen gehört, die sind ein bisschen später losgezogen, wo man sich dann schon persönlich treffen konnte. Wir haben uns noch virtuell beziehungsweise hat dann auch noch das Internet nicht funktioniert und dann übers Telefon getroffen. Die anderen Gruppen sind, glaube ich, zu zweit dann vor Ort losgezogen und haben die Hochschule ganz neu erkundet. Hat unglaublich viel Spaß gemacht, war auch ein bisschen anstrengend, alles kurz, knapp und präzise zu formulieren. Genau. Aber jetzt genug von der Theorie. Sie mussten jetzt ganz schön lange zuhören und haben, glaube ich, ganz schön viel aufgenommen. Jetzt dürfen Sie selber ausprobieren. Und zwar wurde für Sie vorbereitet eine kleine Schatzsuche. Sie dürfen den stufenlosen Eingang der Mensa suchen und durch diesen stufenlosen Eingang auch die Mensa betreten. Dort befindet sich dann eine kleine Überraschung auf Sie. Genau. Sie haben ja schon mitbekommen, wie man die App herunterlädt. Wahrscheinlich haben Sie es auch schon heimlich nebenher gemacht, weil Sie so neugierig waren. Falls nicht, dürfen Sie das gleich im Anschluss tun. Vielleicht haben Sie es ja auch schon vorab zu Hause mal ausprobiert und getestet. Sie öffnen einfach die App und suchen, wie gerade im Film gesehen, die Mensa und finden hoffentlich auch dort den stufenlosen Eingang. Genau. Und finden dort hoffentlich auch einen kleinen Schatz. Ich wünsche Ihnen eine gute Navigation und viel Spaß damit und viel Erfolg. Bist du alleine da? Okay. Gut, dann ist jetzt noch Raum für Fragen. Wir schauen auch noch mal zusammen in den Chat. Und was noch nicht gesagt wurde, die drei Testerinnen, Frau Mollet, Frau Keune und Frau Lüchertz sind auch Alumnae von uns, also haben bei uns studiert und das war eben auch genau der Vorteil, warum alle die Räume kannten. Alle drei sind ja schon fertig und im Beruf. Gut, dann beenden wir hiermit den offiziellen Teil. Wir bleiben, wie gesagt, noch hier für Fragen und die anderen gehen bitte auf Schatzsuche. Dankeschön.